Zum Thema Kühlschrank. Ein Kühlschrank entnimmt seinem Inhalt Wärme und gibt diese an die Umwelt ab, hier an der Hinterwand des Kühlschranks. Wir haben im Kühlschrank einen geschlossenen Kreislauf, der ein Kältemittel enthält. Jetzt wird die Funktionsweise von einem Kühlschrank in 7 Etappen erklärt. Etappe Nummer 1, der Kompressor verdichtet das Kühlmittel und erhöht so dessen Druck und Temperatur. Etappe Nummer 2, das Gas gibt im Kondensator Wärme an die Umwelt ab. Das geht automatisch von warm zu kalt, je nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Etappe Nummer 3, das Kühlmittel wird flüssig. Etappe Nummer 4, die Drossel verringert den Druck und die Temperatur des Kühlmittels. Etappe Nummer 5, das Kühlmittel nimmt im Verdampfer Wärme auf. Wieder durch den zweiten Satz der Thermodynamik, Wärme geht automatisch von warm zu kalt. Etappe Nummer 6, das Kühlmittel verdampft. Etappe Nummer 7, der Kompressor saugt das Gas ab. Und dann geht's wieder von vorne los mit Etappe Nummer 1, 2 und so weiter.